sir. All about that celebrities, you know. Become my freestyle, my John Sinclair, D1 from Aerosol Attack Magazine, DJ Duel von der Crime Posse, Star Wars und Schiffmeister. Was haben wir heute in der Sendung? Okay, heute in der Sendung haben wir einen Bericht von einem Geburtstagsjam, nämlich von der SWAT Posse. Die sind 4 Jahre alt geworden. Storm war da, hat sich das Ganze angeguckt. Das sehen wir nachher. Was haben wir noch? Viel gewinnt. Wir haben hier noch im Studio Lil P mit Posse aus London, England und ja, dann haben wir noch die Mecca Hi-Fi Plattentipps für euch. Dann zeigen wir euch das erste Video. Genau, und das ist? Dieser Song geht an alle Musikmedien, die sich koppeln lassen und die nur für bare Münze Musikberichte verpassen. Deshalb kommen die Beginner und zerschlagen die Show. Doch halt, vorher muss der Mann noch einmal richtig aufs Klo. Geht man davon aus, dass real ist, was man erlebt, so sind die Medien als Spiegel. Realität, doch wusstet ihr, dass der Verzerrt und dabei Großes noch größer macht. Das Land zieht bald betrügt und darüber wacht. Denn verkauft sich eine Platte gut, verkauft sich das Blatt am besten, dass den bestverkauftesten Star drauf hat. Ja, so läuft das doch immer. Man impliziert Werbung mit Erfolg, die Folge, Umsatz wird noch schlimmer. Marlin, der Beginner, zeigt dir auf die Gewinner im Dreck. Große Firmen, denen das Medium die Füße leckt. Kleine Gruppen jedoch mit gesunden Proportionen werden kaum gespiegelt in besiegter Mediendimension. Okay, ich steh nicht drauf, seh mich nicht drauf, bin ich drin, alles klar, Mann, doch dann. Sickern Straßenströme auf den leeren Schreibtisch. Der Journalist macht den Trend frisch, bis er erlitt. Und mancher malt manchmal mehr als das er fotografiert. Bildet seine Vorstellung ab und statt das, was passiert, er ignoriert. Was man klar zu machen probiert, die Tatsache mutiert, bis sie ihn fasziniert. Unser Kaum so wie verdaubert für die Zeitung, dieser, die er hat, ist unüberschaubar und nicht selten platt. So sind wir wirklich zu beneiden. Wir werden immer 16 bleiben, doch wir leiden. Denn wir waren diese Mann schon längst entfahren, als ein Journalist Hengst an kam und sind nicht nur Vornamen. Von den autonomen Christus aus haben uns zu erzählen, die sich über Slime-Samples und Zitate abquälen. Mit Lügen und Geschichten geht es zu vernichten. Sie legen das an den Tag, was ein Beginner nicht mag. Ja, dann reicht doch so gute Musik zum Erfolg allein nicht aus. Denn du brauchst auch ein Image, womit man dich vermarkten kann. Und sind die Medien dran, der Mensch als Satz, sie nimmt sich keiner an. Packen dich in eine Schublade mit nem Etikett drauf. Und passt du in keine rein, machen sie für dich ne neue aus. Neu kommt immer gut. Vor allem, wenn's dann kennt, kriegt jeder Fuß, bringt nen Bericht über dich, damit doch erst ein Geld kriegt. Die Medien sind die Noten der Plattenindustrie. Was wir hören sollen oder nicht, das erfahren wir durch sie. Da in der Medienwelt nur Geld sind, hat man dich und das fällt aus der Welt. Scheißegal, nur die Marke
Ziele, die aus dem Untergrund jetzt kommen. Zeit und Geld investieren, leider verlieren, haben für mich gewonnen. Ich meine nicht nur Hip-Hop, alle Kulturen, jede Musik. Wo das Herz ist, wenn mit Schmerz den Kommerz besiegt. Hey, fast alle anderen schreiben mit Kompromiss Bescheid. Und hiermit kriegt ihr meine Disc, ihr wisst, wer ihr seid. Ich meine, es ist halt so, dass fast alle Medien eine große Masse wollen. Doch Aufregung und Belegung bleibt halt Masse schon. Ich sag's nun direkt, wird eure Szene unberechenbar. Zeig mal den Notizblock und die Kamera. Musikmedien, ihr könntet so von Nutzen sein. Berichtet richtig oder lasst uns ganz allein.